Mein Name ist Gordon Grill, ich arbeite seit Januar 2016 für Deloitte und bin hier am Deloitte Analytics Institute ein Mitglied des Business Focus Cluster. Von Hause aus bin ich Volljurist. Nach dem zweiten Staatsexamen arbeitete ich zuerst 2 Jahre im Public Sektor. In der Parlamentsverwaltung des Deutschen Bundestages unterstützte ich als juristischer Referent verschiedene Untersuchungsausschüsse. Daraufhin wechselte ich in das Wissenschaftsmanagement. Dort arbeitete ich als Strategiereferent für den Präsidenten der Universität Potsdam und unterstützte ihn da beim Innovationsmanagement einerseits, andererseits aber auch bei der Ausprägung der Forschungsprofile der Universität. Was macht ein Volljurist am Deloitte Analytics Institute? Das erschließt sich nicht unmittelbar. Ich denke, das Berufsbild des Juristen hat sich geändert. Neben der klassischen Rechtsberatung, die Deloitte Legal macht und mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, bedarf es bei der Entwicklung von Big Data und Advanced Analytics Lösungen einer ganz frühzeitigen Begleitung, embedded in den Entwicklerteams. Das mache ich hier und es macht großen Spaß. Ans DAI bin ich gekommen, um Netzwerk und Partnerschaften aufzubauen. Einerseits Richtung Forschung und Hochschulen, andererseits aber Richtung Public Sektor und Verwaltung. Am Business Focus Cluster unterstütze ich zudem dabei, eine Legal-Expertise bezüglich Data Privacy aufzubauen. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt weniger in der Beratung des Kunden als in der Begleitung unserer Technologen. Bei einer Airline entwickeln wir gerade Prediction-Modelle für Kundenverhalten. Da unterstütze ich dabei, dass die von Anfang an compliant zum Bundesdatenschutzgesetz oder der Datenschutzgrundverordnung entwickelt werden. Beim Data Trust unterstütze ich die Technologen dabei, dass sie Prinzipien wie Privacy by Design und Default von Anfang an in ihren Architekturen berücksichtigen. Im Ergebnis ist mein Schwerpunkt eher darin, die Capabilities der Deloitte hierher zu holen und zu bündeln und dem Kunden anzubieten. Ein gutes Beispiel meiner Arbeit ist aktuell bei einer Airline. Dort baut ein Kunde große Big Data Infrastrukturen auf und möchte auf Kundendaten aus den gesamten Hub Airlines neue Geschäftsmodelle entwickeln. Hier unterstütze ich bei der Übersetzung der technischen Requirements in Legal Requirements und andersherum und helfe dabei auch, die in der Deloitte sonst noch vorhandenen Capabilities dort auf dem Projekt zu platzieren. Das Besondere am DAI ist für mich, dass man hier mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten, mit so unterschiedlichen Bildungshintergründen und Expertisen zu ein und demselben Thema zusammenarbeiten kann.